weißt, was du kaufen willst, du kriegst die Flasche und dann was? Musst du aufmachen. Also jetzt kommt auch ein ganz wichtiges Thema, Verschlüsse. Und die verschiedenen Arten davon. Also, jeden Verschluss hat eine andere Bedeutung, vielleicht auch Nachteile und Vorteile. Also, die normalen, traditionellen, stinknormalen Lösungen, seit Wein überhaupt existiert, ist natürlich der Naturkork. Keine große Überraschung hier. Man nimmt sein Kellnermesser, dreht das rein, zack, boom, kommt das raus, fertig, ne? Also, normalerweise dunkel auf einer Seite, falls es in die Flasche war, hoffentlich auf der anderen Seite nicht, weil sein Job hat er gemacht, den Wein in die Flasche zu halten. Die Vorteil hier, so immer gesagt, ist, dass der Kork ein Naturprodukt ist und porös ist und auch sehr elastisch. Also ein Kork fängt so an, in seinem Leben so auszuschauen, aber in die Flasche wird er natürlich kompakter und fester da reingerutscht. Deswegen ist er so eine perfekte Verschluss eigentlich. Also, gibt es ein paar Probleme. Korken können leider auch Probleme selber tragen oder in der Wein transportieren. Und das größte Problem hier ist Kork.